Willkommen im Tango Nautics Studio in München. Ja, das heutige Video ist ein bisschen anders als die anderen vielleicht. Heute geht es nicht vordergründig um Techniken oder Figuren, sondern heute geht es darum, wie ich persönlich mich auf meinen Unterricht vorbereite, beziehungsweise was ich so in der Freizeit tue, um meinen Tango zu verbessern. Und das schon seit vielen Jahren. Und ich bin der Meinung, dass man muss gar nicht so viel wahnsinnig tun. Ich habe ja auch noch einen Fulltime-Job. Sondern es reichen da schon 15 Minuten am Tag, ist absolut in Ordnung. Ja? Die Regelmäßigkeit zählt. Und warum habe ich jetzt dieses Instrument in der Hand? Es ist auch hier so, dass ich nicht einfach mich hinsetze und sage, oh Scheiße, heute muss ich üben und dann hocke ich mich hin und dann, ja. Und dann fange ich einfach spielen an. Nein, das tue ich nicht, sondern dieses Instrument wird erst einmal gestimmt, damit es gut klingt. Ich selber hole mir dann vielleicht einen Kaffee oder ich mache mir einen Tee. Ich mache es mir gemütlich, ich mache mir ein paar Kerzen an. Und so, dass ich mich einfach wohlfühle, dass ich mich auf die Übungseinheit tatsächlich freuen kann. Und genauso ist es beim Musikinstrument, genauso ist es beim Tanz. So, jetzt hat der Pianist vielleicht nicht das Problem, dass er sein Instrument stimmen muss, weil das hat er schon im Vorfeld erledigt, denke ich. Aber auch der wird sich vorbereiten. Ja. Das bedeutet, es wird erst langsame Fingerübungen geben, die dann mit steigender Geschwindigkeit vielleicht geübt werden. Und dann ist man bereit zu spielen. So, und genau darum geht es. Es geht heute also in diesem Video darum, dass ich euch zeige, wie ich mich zum Beispiel auch für eine Milonga vorbereite. Oder wie gesagt, wenn Unterricht bevorsteht oder ich habe Zeit und denke mir, Mensch Andreas, heute wäre es wieder Zeit, etwas zu tun. Und es sind eigentlich seit Jahren immer die gleichen Übungen, die gleichen wertvollen Übungen. Und deswegen möchte ich euch die vorstellen, weil ich finde, die sind wirklich gut und die bringen auch was. Und vielleicht mögt ihr auch mitmachen. Ich wünsche euch jetzt jedenfalls viel Spaß und wir sehen uns am Abend wieder. Bleibt dran! So, ich starte im Regelfall mit einer meiner wichtigsten Übungen, betrifft die Dissoziationsfähigkeit, das bedeutet die Trennung zwischen meinem Oberkörper und dem unteren Teil. Dazu nehme ich meine Arme und verschränke die, stelle mich auf ein Bein, das könnt ihr euch aussuchen, welches das ist, und drehe mich sehr bestimmt auf die linke Seite, von euch aus gesehen rechts. Und gehe hier tatsächlich in die Rückenspannung ein. Ihr seht, ich bin gerade umgestiegen. Also ich mache das gerade so, wenn ich nach rechts drehe, stehe ich auf dem rechten Bein. Wenn ich nach links drehe, auf dem linken, das lässt sich beliebig variieren. Und ich gehe wirklich in die Spannung rein. Was gerne vernachlässigt wird, ist, dass die Atmung einen super entscheidenden Einfluss darauf hat, wie wir tanzen. Wenn wir nicht atmen, können wir eigentlich gar nicht tanzen. Es blockiert sämtliche Energieflüsse. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier so in den Einphasen, in der Vorbereitungsphase bin, schaue ich auch immer, dass ich zwischendurch einen schönen tiefen Atemzug hole, durch die Nase einatme und durch den Mund aus, und dabei gehe ich am Schluss, die letzten Sekunden der Ausatmung, in die Knie. Das sorgt bei mir zumindest für eine Erdung. So begrüße ich meinen geliebten Tangoboden, meinen Bailongo. Wir arbeiten jetzt schon seit 12 Jahren miteinander professionell zusammen und er hat viel erlebt. Im Regelfall mache ich nichts Kompliziertes, wie jeder Tango-Tänzer auch. Denke ich, dass Tango Argentino im
Kern gehen ist. Und das ist genau das, was ich übe. So, als Musiker habe ich natürlich ein wunderbares Metronom im Haus. Das ziehe ich jetzt erstmal auf. Ganz ruhiger, gechillter Schlag, Beat oder Puls. So. Normalerweise ziehe ich ein bisschen größere Kreise. In dem Fall, dass ich nicht aus dem Bild gehe, mache ich ein bisschen enger. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, ich kürze das jetzt mal ab. Worauf achte ich hierbei? Ich achte hierauf, dass meine Fußstellung wieder eher nach außen geht, dass ich meine Knie vor allen Dingen in jedem Schritt berühren und dass meine Schultern entspannt sind, deswegen habe ich die Hände so, und dass meine Haltung aufrecht ist. So, um das Ganze ein bisschen schwieriger zu gestalten, nehme ich noch hier ein Glas Wasser. Das macht ihr bitte nicht, ihr nehmt bitte ein Buch. So, Hand auf das Herzchakra, Tango-Haltung, Blick parallel zum Boden, Ellbogen eher nach unten und los geht's. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, und bei dieser Art von Übung werdet ihr feststellen, dass ihr euch ganz gerne mal ins Kurveninnere lehnt. Das funktioniert natürlich nicht, wenn das Glas Wasser auf dem Kopf bleiben soll. Apropos Wasser, ich trinke auch zwischendurch immer wieder mal ganz gerne einen Schluck meines Lieblingsgetränks. Das ist nicht immer Tee, aber ich möchte hier keine Werbung für alkoholische Getränke machen. Okay, was in meiner anfänglichen Übungsroutine auch immer dazugehört, ist die Verfeinerung der Schritttechnik. Bedeutet, ich stelle mich auf ein Bein, in meinem Fall das rechte Bein. Und dann ziehe ich einen Schritt zur Seite, so gut ich kann, strecke ich mein Bein. Dann schaue ich runter, ob das genau nach links geht. In dem Fall passt das auf den Zentimeter genau. Und das Ganze mache ich in 4 Richtungen. Vorwärts, rückwärts, dann steige ich um, lasse die Knie zusammen und mache den abschließenden Seitschritt. Hier gibt es eine kleine Korrektur. Okay, das merke ich mir. Vom Gefühl her, hier im Hüftsystem kann ich das ganz gut reproduzieren. Und das mache ich dann so lange, bis der Schritt wieder auf den Zentimeter genau passt. Zu der Übung ist noch zu sagen, dass das Bein, auf dem ihr steht, das sogenannte Standbein, bitte leicht im Knie gebeugt ist und dass das Spielbein, das Bein, das sich dann bewegt, bitte komplett durchgestreckt wird und erst dann seid ihr mit dem Bewegungsablauf fertig. Dann könnt ihr es wieder zurückholen mit sauberem Knieschluss in die nächste Richtung gehen. Meistens bewege ich mich alleine durch den Raum. Das bedeutet in meiner stilisierten Tanzhaltung, dass ich meine Aktionen eben
alleine durchführe. Natürlich zur Musik. Ich habe es jetzt heute vermieden, bei diesem Video Tango-Musik aufzulegen, sonst wird das Video wegen Urheberrechtsverletzung wieder gesperrt. Das wäre doof. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend.